Moin Leute, ich möchte mit euch nochmal die Doppeltür mit Nachtschaltung nachbauen und diesmal baue ich das Ganze in der Luft und hoffe dadurch dem einen oder anderen das auch ein bisschen verständlicher rüberzubringen. So, jetzt befinden wir uns schon mal in der Luft. Hier kommen jetzt erstmal die Druckplatten hin. Das soll die äußeren Druckplatten repräsentieren. Der Block ist natürlich falsch gesetzt. So. Dann brauchen wir noch zwei Türen. Da haben wir eine zweite. Nochmal zwei Blöcke und dann nochmal zwei Blöcke. Hier kommen dann jetzt die inneren drauf, die inneren Druckplatten. Dann schaffen wir uns noch etwas Raum. So, und das war es dann auch schon. Nochmal die Tür noch zu. Und jetzt legen wir hier unter die äußeren Druckplatten, da legen wir erstmal zweimal Redstone drunter. Und unter die inneren Druckplatten, da legen wir auch zweimal Redstone drunter. Jetzt diese Blöcke, die müssen wir ansteuern. Dann setzen wir uns erstmal einen Block von der Seite und einen Block von der Seite. Dieses Signal, was die inneren Druckplatten darstellen soll, auch in dem anderen Video. Da wollen wir das Signal umdrehen, deswegen setzen wir einen Block und gleich eine Fackel dran. Das sieht also in dem anderen Video auch nicht wirklich anders aus. Und dann verbinden wir das Ganze nur noch mit der Tür. Von dieser Seite natürlich auch. So. Und damit ist das Ganze schon passiert. Jetzt lassen sich die Türen über die äußeren Druckplatten und über die inneren öffnen und schließen. Jetzt setzen wir hier noch einen Block. Wie gesagt, das soll ja eigentlich die Außenwände hier repräsentieren. Hier wäre überall sonst Erde, dann würde man das auch nicht so sehen. Aber ich habe es jetzt mal sehr offen gebaut, damit ihr dann halt auch die Schaltung besser nachverfolgen könnt. Der Druckschalter, genauso wie in dem anderen Video auch, der die Türen öffnet und schließt. Und jetzt bauen wir uns nochmal ein Endgate. 1, 2, 3 Blöcke werden gesetzt. Dann links und rechts jeweils eine Fackel außen oben drauf, an dem mittleren Block eine Fackel an die Seite in die Mitte. Dann das Ganze nochmal verbunden mit Redstone. Und jetzt müssen wir die äußeren Druckplatten, da müssen wir kurz einmal die Redstone-Leitung kappen. Und zwar einmal genau hier. Und dann werden wir das Ganze mit dem Endgate verbunden, was wir jetzt gerade gemacht haben. So, und jetzt legen wir uns noch eine Redstone-Leitung. Und zwar wollen wir hier einen Schalter haben. So. Und da setzen wir uns jetzt gleich unseren Hebelschalter hin. Das ist der komische mit dem Stock, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Wie gesagt, so. Wie ihr seht, der schaltet jetzt auch das Endgate. Das ist die Schaltung, wie sie jetzt gerade ist. Ich stehe auf den Druckplatten, gebe ein Signal auf das Endgate. Die linke Fackel geht aus. Auf der rechten Seite die Fackel, die geht nicht aus. Auch wenn ich hier auf die Druckplatten drauf trete, weil die jetzt einen ganz anderen Kreislauf hat als das Endgate. Also als die äußeren, die erst durch das Endgate durchgehen müssen. Lege ich den Hebelschalter um, wird ein dauerhaftes Signal an das Endgate angelegt, wie man hier sieht. Und die rechte Fackel geht aus. Das heißt also, die Türen, Quatsch, die Druckplatten von außen sind auch benutzbar. Das heißt, ich trete auf die Druckplatten, setze noch ein dauerhaftes Signal an das Endgate an. Die linke Fackel geht aus. Dadurch geht die mittlere Fackel aus, an. Entschuldigung, an. Und die beiden Türen werden geöffnet. Lege ich den Schalter wieder um. Ich kann noch immer rauslaufen. Aber wie ihr seht, die rechte Fackel, die bleibt an und die linke geht aus. Dadurch wird die mittlere nicht auf angeschaltet und die Türen öffnen sich nicht. Druckschalter funktioniert natürlich weiterhin. So, Hebelschalter wieder umgelegt. Rechte Fackel aus, linke Fackel aus und beide Türen gehen auf. So sieht die ganze Schaltung aus. Ich hoffe, das ist jetzt leichter verständlich gewesen. Wie gesagt, ich spiele mit Version 1.3, 1.7.3, um das auch nochmal zu zeigen.
Minecraft Beta-Version 1.7.3. Die Schaltung funktioniert genauso wie in dem anderen Video, ist minimal anders gebaut, dem geschuldet natürlich, dass ich hier jetzt nichts buddeln brauchte, sondern mich einfach in die Höhe gebaut habe. Und wer jetzt immer noch behauptet, dass das Ganze in einem absolut nicht gemoddeten Spiel nicht funktioniert, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Also wie gesagt, wer ein gemoddetes Spiel hat, außer Texturpacks natürlich, also wer ein andersartig gemoddetes Spiel hat, der muss selber zusehen, wie er das zum Laufen kriegt oder muss sich an den Modder seines Vertrauens wenden, der ihm die Modder beschert hat. In einem ungemoddeten Spiel auf jeden Fall funktioniert diese Schaltung ohne Probleme. Und damit verabschiede ich mich. Macht's gut!